Alpha Kevin hat ein neues Video hochgeladen und zwar das Problem mit Fritz Meinecke. Ich weiß gar nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber letzte Woche war Fritz Meinecke relativ oft in den Twitter-Trends ganz oben. Und Fritz Meinecke ist eine Person, von der ich nicht gedacht hätte, dass der mal einen Shitstorm kriegt, also so einen richtigen Shitstorm. Also erst war das mit Fiki Fiki 5 Euro, dann war das mit irgendeiner Insta-Story, dann war das mit einer anderen Insta-Story, dann war das mit der 9-7 vs. Wild-Regelung. Dann gab es noch eine neue Insta-Story, wo er gesagt hat, yo, die Gesellschaft ist heutzutage super verweichlicht und Gendersprache, Sternchen hier und wenn ich wirklich sagen würde, was ich denke, dann hätte ich den größten Shitstorm meines Lebens und so weiter und so fort. Also das kam halt bei vielen Leuten nicht gut an. Wir gucken uns das Video an, ich sag da auch meine bescheidene Meinung dazu. Let's fucking go. Das wohl gehypteste Format auf YouTube namens 7 vs. Wild ist auf ihn zurückzuführen und im August diesen Jahres soll die zweite Staffel aufgenommen werden. Heute besprechen wir einfach mal, warum er einiges richtig gemacht hat in den vergangenen Wochen, aber dennoch problematische Posts veröffentlichte, die nicht wirklich nachvollziehbar waren. Ich weiß jetzt selbstverständlich, dass einige seiner Zuschauer prinzipiell erstmal gegen das Video sind, wenn sie diesen Titel lesen, da mir by the way das Ganze auch schon bei Klängern auffiel, denn er... Ja, das habe ich gesehen, das Video. Also ich habe nicht das Video gesehen, aber ich habe den Videotitel gesehen und ich kann ja auch die Dislikes sehen. 9500 Likes und 4200 Dislikes. Hat jemand von euch das Klängern-Video gesehen? War da irgendwie unsachlich oder warum hat er so viele Dislikes? Weil Klängern ist ja eigentlich, wenn er jemanden kritisiert, relativ sachlich. Hat er auch ein bisschen Kritik und auch Hate abbekommen, weil er etwas... Was ist denn daran so schlimm, wenn er einer rechts ist? Wenn du einen Linken hast, dann schreit doch auch keiner rum. Was zu Fritz sagte, was aber komplett nachvollziehbar und sachlich war. Deswegen kann ich wirklich nur an der Stelle appellieren, schaut euch das Video erst einmal an, reflektiert im Anschluss. War ein gutes Video, fand das gut. Nee, das Video war eigentlich sehr sachlich, keine Ahnung, wieso so viele Dislikes. Ich glaube, das war einfach, ja, dieses typische YouTuber-Phänomen, dass Fans von jemandem einen verteidigen wollen, den sie mögen. Video, ob ihr das genauso seht wie ich oder ob ihr das anders seht. Beginnen wir nun mit der Kontroverse, die Fritz vor einigen Wochen auslöste. Er und seine Freunde führten eine Radtour von Deutschland bis nach Istanbul durch. Das war übrigens ein richtig geiles Projekt. Ich habe jede einzelne Folge angeguckt und ich habe auch bei Adventure Buddy jede Folge angeguckt. Zur Erklärung, die sind von Berlin über 2000 Kilometer nach Istanbul gefahren, in die Türkei, nur mit dem Fahrrad. Und das über Wochen. Und das ist so, das ist schon ein ziemlich geiles Projekt. Während dieser Zeit hat Fritz immer wieder Zwischenstände aufgenommen und die Leute auf den aktuellsten Stand gehalten und auch immer mal wieder Witze gebracht. Jetzt ist es allerdings so gewesen, dass er nicht ganz so positiv auffiel, als er diesen Spruch brachte. Genau, jetzt kommt der Fiki-Fiki 5-Euro-Spruch. Fiki-Fiki 5-Euro. Okay, also... ja, ich muss sagen, also die Folge habe ich auch gesehen. Und ich habe das schon im Podcast angesprochen, aber als ich dieses Video gesehen habe und diese Stelle sah... Fiki, Fiki, 5 Euro. Keine Ahnung, ob es daran liegt, dass ich schon so ein Gefühl dafür entwickelt habe, als Person des öffentlichen Lebens. Aber als ich das gesehen habe, dachte ich mir, das wird einen Shitstorm geben. Das wird einen Shitstorm geben. 1000%. Weil, also erstens, es spricht ja nichts dafür, dass es eine Prostituierte ist. Zweitens, er hat sie nicht zensiert. Drittens, er hat sie als Thumbnail genommen. Und viertens, er hat sie nicht nur als Thumbnail und als Videotitel genommen, sondern auf der Thumbnail auch unzensiert. Also mehrere Sachen gleichzeitig. Und das war halt ein dummer Move. Und das wurde halt super kritisiert. Dann haben sich ein paar Leute beschwert. Sie haben Fritz Meinecke gesagt, ich kritisiert und gesagt, yo, das war schon sexistisch, Bro. Also ich mag dich, aber das muss dann nicht sein. Und darauf hat dann Fritz Meinecke reagiert und gesagt, yo, wenn ihr irgendwie denkt, ich wäre sexistisch, dann habt ihr auf meinem Kanal nichts verloren. Also irgendwas in die Richtung hat er geschrieben. Fiki, Fiki, 5 Euro. Okay, also weil eine leicht bekleidete Dame am Straßenrand auffiel und an ihm vorbeigegangen ist, wurde sie einfach als Prostituierte dargestellt. Und das gänzlich ohne Zensur in seinem Video. Ich weiß nicht, also mir war das so klar, dass das einen Shitstorm geben wird. Was im Prinzip erstmal gar nicht geht. Außerdem packte er diese leicht bekleidete... Genau, hier. Fiki, Fiki, 5 Euro, 2400 Kilometer mit dem Fahrrad von Berlin nach Istanbul. Ja, also Fritz Meinecke hat sich halt so ein bisschen darüber beschwert. Und dann hat er noch ein Bild hochgeladen, einfach nur, um nochmal zu provozieren, mit einem 5-Euro-Schein und hat, ja, mit dem Finger Sex suggeriert, ne, um nochmal Fiki Fiki 5 Euro visuell darzustellen. Dadurch ist der Shitstorm noch größer geworden. Dann auch noch in sein Thumbnail und über 1 Million Menschen sich das ganze Material anschauen. Das alleine ja, ist... Ja, also ich muss halt sagen, guck mal, ich bin kein Fritz Meinecke Hater, im Gegenteil, ich gucke super gerne seine Videos, ich werde auch 7 vs. Wild gucken, aber ich denke mir so, Bro, was? Also erstens was? Und zweitens,
Ja, was Dento gerade geschrieben hat, was hat er erwartet? Auch wenn jetzt natürlich einige sagen, ja, aber das war doch ein Witz vom Fritz. Ja gut, also von mir aus kann man untereinander solche Witze bringen. Ja, allerdings aber in der Öffentlichkeit ist halt was anderes. Ganz ohne Zensur, mehr oder weniger sexistische Aussagen zu bringen, beziehungsweise Catcalling zu betreiben, das muss halt einfach nicht sein. Vor allem nicht, wenn man weiß, dass man ein Millionenpublikum bedient. Nun war es natürlich so, dass das jede Menge Menschen kritisierten. Und das auch völlig zu Recht. Denn bei solch einer Reichweite wird einem einfach nur aufgezeigt, dass es scheinbar in Ordnung ist, so über Menschen zu reden, die zum einen leicht begleitet sind und zum anderen nicht der eigenen Norm entsprechen. Und als dann Fritz eine Frage... Man weiß halt überhaupt nicht, wer sie ist, wie es ihr geht, warum sie dort ist, vielleicht... Keine Ahnung, ist sie da irgendwie am Arsch? So, who knows? Runde auf Instagram durchführte, fragte ihm ein User, warum er so respektlos gegenüber dieser Frau war. Und kurz daraufhin reagierte Fritz mit folgenden Worten: Wer das als sexistisch und respektlos, ja, genau, das, empfindet, was ich halt gezeigt ist habe. Auf meinem Kanal falsch. Nun ja, Fritz, also wer unzensiert einfach so Menschen als Schlampen darstellen möchte und das Ganze vor einem Millionenpublikum ohne Hintergrund wissen, was diese Person vielleicht... Also viele... die Fritz Meinecke verteidigt haben, haben gesagt, ja, die ist halt eine Prostituierte. Ist halt eine Prostituierte, na und? Aber man weiß das doch gar nicht. Also selbst wenn, ist das halt nicht so cool. Lebt hat oder wer diese Person überhaupt ist, der sollte schon mal darüber nachdenken und merken, dass das zum einen problematisch, respektlos und auch sexistisch ist. Nach diesem Post veröffentlichte... Ja, genau, dann hat er das mal als Insta-Story hochgeladen und als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, Bro... Nein, also weißt du nicht, was die Konsequenz von dieser Instagram-Story ist? Also erstens, es ist nicht wirklich witzig, es wirkt irgendwie so, als wäre man so ein trotziges Kind. Und zweitens, ist doch klar, was danach passiert. Dann Fritz noch ein Bild, wie ernst er doch diese ganze Lage nahm und erntete daraufhin natürlich noch größere Kritik, weil er ja scheinbar seinen Fehler nicht einsehen konnte. Und so entschloss er sich dennoch, durch den ganzen Hate, den er jetzt abbekommen hatte, sein Thumbnail zu verändern und auch den Ausschnitt aus seinem Video zu entfernen. Ist zwar jetzt ein bisschen unauthentisch, wenn er doch die ganze Zeit meinte, dass er es okay fand. Ja, aber auch nur wegen dem Sponsor, wie wir rausbekommen haben. Agiert zu haben und es dann trotzdem umändert. Aber an sich gut, dass er das Ganze dennoch entfernte, da man hierbei eine unschuldige Frau einfach so als Prostituierte darstellte. Denn wie gesagt, nur weil eine Frau leicht begleitet an einem vorbeiläuft, gibt es einem nicht das Recht, vor einem Millionenpublikum zu behaupten, ja, dass sie... Ja, und was man dazu auch sagen muss, also viele Fritz-Meinecke-Fans meinen jetzt wirklich, Fritz-Meinecke auf den Tod verteidigen zu müssen. Bruder, guck mal, so, es ist okay, wenn jemand, den man mag, auch mal kritisiert wird. So, und die Kritik ist hierbei einfach, also man kann ihn ja trotzdem mögen, man kann ihn ja trotzdem verzeihen. Am Ende des Tages muss das jeder für sich selber entscheiden. Aber die Kritik ist halt berechtigt, also man muss ihn jetzt nicht irgendwie stärker verteidigen als die eigene Mutter. Ficky-Ficky machen möchte. Und jetzt könnte man meinen, dass Fritz daraus gelernt hat, dass er durch solche provokanten Bilder und auch Texte die Kritik gegenüber ihm immer mehr verschärft. Und deshalb lässt er es nun sein. Doch irgendwie falsch gedacht. Trotz der nachträglich entfernten Inhalte veröffentlichte er ein Statement auf Instagram, welches zeigte, dass er offenbar immer noch hinter seinen Aktionen steht und auch hinter seinen Aussagen, die er in der letzten Zeit getroffen hatte. So schrieb er nämlich: Glaubt mir, ich halte mich so oft... Ja, genau, das war das. Glaubt mir, ich halte mich so oft extrem zurück. Wenn ich das jedes Mal aussprechen würde, was ich wirklich denke, wäre ich vermutlich überall gebannt, hätte keine Kooperationspartner mehr und das Wort Shitstorm würde ein neues Level erreichen. Und dann denke ich mir so, guck mal, die Sache ist, ich lese das so und denke mir so, was denkst du denn wirklich? Also man merkt hierbei schon, wie krass er sich einfach aufregt. Und ehrlich gesagt verstehe ich den Zorn in dieser Thematik nicht. Er wurde kritisiert, weil er jemand ohne irgendeinen sinnvollen Grund als Hure darstellte. Und das Ganze dann auch noch zusätzlich unzensiert veröffentlichte. Also wäre ich eine Frau und würde jetzt sehen, dass vor einem Millionenpublikum jemand über mich erzählt, dass ich eine Hure bin oder sonst irgendwas, dann wäre ich nicht gerade sehr erfreut darüber. Und hätte er einfach gesagt, dass es ihm leid tue und dass er das nicht mehr machen würde und er ändert jetzt einfach die Dinge um, dann wäre das ganze Thema niemals so groß geworden. Ja, definitiv. Doch Fritz provozierte... Ich glaube, genau das ist halt das Problem. Also Fritz Meinecke hätte einfach das mit der Thumbnail und mit der Stelle rausschneiden einfach direkt am Anfang machen sollen und einfach nicht weiter provozieren sollen, meiner Meinung nach. Mit solchen Instagram-Nachrichten, irgendwelchen... Das war halt irgendwo ein Eigentor, ja, das stimmt schon. So, dass die Kritik immer größer wurde, was auch selbstverständlich gut ist. Die meisten feiern Fritz ja dennoch, aber dieser Rage und diese Aussage macht in meinen Augen einfach gar keinen Sinn. Aber es geht noch weiter. Mir geht diese völlig... Genau, da hat er noch geschrieben, mir geht diese völlig verweichlichte Gutmenschengesellschaft so auf die Eier. Ja, nicht anecken, niemanden auf den Schlips treten und für alles rechtfertigen. Triggerwarnung hier und da. Immer politisch korrekt. Er, sie, divers, Sternchen, innen. Übernennungen von Begriffen, das darfst du nicht mehr sagen. Der fühlt sich dadurch angegriffen.
Kotz-Emoji. Ich verweichlichte Gutmenschengesellschaft so auf die Eier. Ja, nicht anecken. Ja, das war ein richtiger Boomer-Take. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir, okay, Boomer. Auf den Flips treten und ich bin schon ein Boomer. Alles rechtfertigen. Mit meinen 30 Jahren. Triggerwarnungen hier und da, immer politisch korrekt. Er, sie, divers, innen, Übernennung von... Ich möchte die manchmal schütteln, vor lauter Liebe natürlich. Weiß nicht. Also die Sache ist, guck mal, ich will natürlich nicht sagen, Fritz Meinecke ist ein Reichsbürger oder whatever, aber wenn ich auf Twitter solche Leute sehe, die sowas, die solche Takes droppen, ne, dann gehe ich auf diesen Account und dann sehe ich AfD-Wähler, Reichsbürger, Querdenker, Impfgegner, Putin-Versteher und so weiter und so fort. Ne? Ich will jetzt auch nicht zu politisch werden, aber das sind dann immer so Accounts, die sich den ganzen Tag über irgendwelche progressiven Sachen aufregen, wie zum Beispiel LGBTQ+. So. Es ist jedes Mal. Also ich gehe auf diese Accounts und dann sind es immer dieselbe Art von Accounts. Und deswegen finde ich, keine Ahnung, also ich finde die Take irgendwie ein bisschen schade. Es gibt ja manchmal Leute, die sagen, ja, diese Gesellschaft heutzutage ist so verweichlicht und so pussy. Heutzutage heult jeder rum. Heutzutage ist jeder getriggert. Aber darüber habe ich heute schon einen Tweet gemacht. Jedes Mal, wenn ich Leute sehe, die so etwas posten und ich gehe dann auf den Account, dann sind das so Leute, die sich den ganzen Tag darüber beschweren. Keine Ahnung, wegen LGBTQ+, wegen denen da oben, wegen Masken, wegen whatever. Ne? Und dann sind die eigentlich diejenigen, die den ganzen Tag heulen. Und ich persönlich denke mir so, ist das wirklich verweichlicht? Oder haben Leute einfach keinen Bock mehr, alles hinzunehmen und machen ihr Maul auf? Weil für mich persönlich, endlich sein Maul aufzukriegen und nicht einfach nur alles so hinzunehmen, wie beispielsweise früher, das ist eher mutig als verweichlicht. Aber es wird halt als verweichlicht dargestellt. So. Also wenn irgendwer aus, ich sag mal, einer marginalisierten Gruppe sich darüber beschwert, dass irgendjemand beispielsweise homophob oder transphob ist, dann macht er das, weil er oder sie betroffen ist. Und ich finde das auch richtig und ich finde das gut, dass wir so eine gesellschaftliche Entwicklung haben, wo die Leute immer mehr ihr Maul aufreißen und nicht mehr alles hinnehmen und sich nicht mehr alles gefallen lassen. So, und das ist nicht verweichlicht, das ist meiner Meinung nach einfach mutig und eigentlich auch irgendwo eine gute Entwicklung. Und natürlich so, es gibt Leute, die übertreiben. Meiner Meinung nach gibt es, also es gibt Leute, die übertreiben und es gibt auch Takes, wo ich mir denke, ach komm, Digga, du steigerst dich da mega rein, halt einfach dein Maul. Aber so im Großen und Ganzen ist es doch gut, also ist es doch etwas Positives, dass die Leute für mehr einstehen. Und deswegen fand ich den Take von Fritz Meinecke absolut nicht gut. So, wie gesagt, ich mag ihn, ne, das soll auch kein Hate sein, lediglich Kritik, aber im Großen und Ganzen fand ich den Take einfach nicht in Ordnung. Nur zur Info, diese Story löschte er im Laufe des Tages wieder. Doch was kann man jetzt gut und gerne daraus erkennen? Fritz hat immer noch nicht die Problematik dahinter erkannt und hat immer noch nicht daraus lernen können. Und wie gesagt, es wäre niemals so groß geworden und er hätte niemals so viel Kritik und Shit abbekommen, hätte er nicht dauerhaft provoziert mit solchen Instagram-Bildern und auch Nachrichten. Dann würde ich persönlich jetzt hierbei auch kein Video machen, weil ich wüsste gar nicht, was ich darüber erzählen sollte, außer, dass er seinen Fehler eingesehen hätte. Also er gibt ja extra den Kritikern Futter, dass sie immer weitermachen. Ja, also dieses ständige Provozieren, das gibt halt weiter Futter. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Fritz vielleicht daraus gelernt hat. Damit. Und es ist nun mal nicht okay, fremde Leute aufgrund ihrer Kleidung so darstellen zu lassen. Ich gehe jetzt aber mal weniger auf die Wortwahl in diesem Statement ein, weil das rhetorisch ziemlich schwierig ausgedrückt wurde. Ich kann nur von meiner Perspektive sagen, dass nahezu jedes Wort, welches er dort in diesem Statement tätigte, absolut nicht reflektiert war. Sei es zum einen die verweichlichte Gutmenschengesellschaft oder auch das Gender-Thema. Also ich bin jetzt also Stay hat ja auch ein Video darüber gemacht. Und das Video von Stay war ein bisschen emotionaler. Aber es gibt ein paar Punkte, wo ich Stay auf jeden Fall recht geben muss. Und zwar, dass, keine Ahnung, also Leute, die halt Gutmensch in so einem negativen Kontext benutzen, zumindest auf Social Media, das sind halt immer Leute, weißt du, gehst dann auf dieses Profil und das sind sehr starke AfD-Sympathisanten. Das sind Leute, die Reichsflaggen sehr, sehr geil finden, für die Deutschland zu bunt wird mit den Flüchtlingen und Migranten und so. Also ich bin lieber Gutmensch als schlecht Mensch, sagen wir es mal so. Koaktivist in irgendwelchen Bereichen bei dieser Aussage, aber rein menschlich gesehen ist das Statement schon ziemlich schwach gewesen. Das war es jetzt aber erstmal zu der lächerlichen Entwicklung von dieser Aussage. Wie gesagt, er hat aber immerhin das Thumbnail geändert und auch diesen Inhalt gelöscht, bei dem diese Frau dort zu sehen war. Dennoch war der Umgang mit dieser Thematik völlig unsensibel und er hat sich letztendlich ein Eigentor geschossen damit. Weshalb Fritz übrigens auch noch in der Kritik stand, er aber in meinen Augen jetzt nicht so verwerflich handelte, war die Nazi-Thematik bei Seven vs. Wild.
Wild. Viele wissen wahrscheinlich, dass es bei Seven vs. Wild in der zweiten Staffel eine Wildcard gibt, bei dem ein Zuschauer bzw. ein kleiner YouTuber in dieser Staffel mitmachen kann. Und hierbei muss man wirklich sagen, haben sich viele Menschen beworben und viele haben auch wirklich sehr krasses Zeug veröffentlicht. Unter anderem auch der Kanal Urlak Entertainment. Dieser Kanal wurde von vielen Usern als richtig guten Survival-Kanal eingestuft und er war definitiv einer der Top-Kandidaten. Gab es nicht irgendwie den Vorwurf, dass er rechtsextrem sein soll? Ich habe da nur so ein bisschen am Rande was mitbekommen, aber ich weiß nicht. Egal, Alpha Kevin erklärt das wahrscheinlich. Die schon fast dabei sein mussten. Dies nahm Fritz übrigens ebenfalls wahr und deshalb sagte er Folgendes in seiner Reaction. Ey, ich sag dir ehrlich, geil gemacht vom Video. Die Pflicht ruft. Was? So, Umfrage läuft. Oha, oha, oha. Aber 89% gerade aktuell für ja ist schon einer der Kandidaten, wo ihr zumindest mal am ersten Video sagt, jo, das finden wir irgendwie ein cooler Typ so, ne? Jetzt ist es allerdings so, dass dieser Kanal nicht unbedingt der einfachste ist. Denn dieser Kandidat hat auf den ersten Blick wirklich ein sehr gutes Video abgeliefert und man könnte auch sagen, ey, das ist ein Top-Kandidat und der ist relativ sympathisch. Nun, dass er aber menschlich gesehen einen ziemlich scheiß Charakter haben könnte, das sollte sich kurz darauf zeigen. Denn natürlich wollten einige Leute auch wissen, wer eigentlich hinter diesem Urlak Entertainments-Kanal steckt. Und an der Stelle kam raus, dass sich dieser Urlak immer mal in sehr rechter Kleidung fotografieren ließ. Jetzt könnte man vielleicht... Ich finde, er gibt mir auch so ein bisschen, ne, also zumindest auf dem Bild, Heinrich Himmler-Vibes. So ganz leicht. Mit der Brille und so. Man vielleicht damit argumentieren. Danke für die Hinweise zu Urlak Entertainment. Da ich sein Statement nicht finden konnte, habe ich eventuell hierbei völlig voreilig geurteilt, weshalb die Informationen laut seinen Aussagen so nicht stimmen. Urlak hat sich oftmals selbst vom Faschismus distanziert und die Darstellung ist im historischen Kontext zu betrachten. Im ersten Moment sind solche Artikel wie die vom Tagesspiegel sehr ausdrücklich und erschreckend. Laut Urlak wurde es jedoch falsch dargestellt. Dennoch habe ich einige Fragen, die an seinen Punkten dennoch zweifeln lassen. Wieso nahm Urlak sein Statement offline? Wieso stoß er scheinbar unironisch auf einen SS-Veteran an? Weshalb entfernte er nachträglich das Hakenkreuz auf seinem DRK-Koffer, obwohl er sich im Recht sieht? Warum benennt er die Corona-Impfung als Giftspritze, welches auf die Entonasi... Ich kann das nicht aussprechen, ich bin einfach dumm. Eutanasie. Wird so ausgesprochen? Ich habe, glaube ich, das Wort noch nie ausgesprochen. Ich habe es immer nur gelesen, aber nie selber ausgesprochen. Zurückzuführen ist. Ich bin Russe, ich darf das. Weshalb bildete sich Urlak mit einem bildete sich Urlak mit einem Neonazi auf Instagram ab. Okay, das sind relativ viele Fragen. Warum folgt er einer Instagram-Seite, die antisemitische Karikaturen veröffentlicht? Da kommt einiges zusammen, habe ich das Gefühl. Wieso stellt in einem Video islamische Menschen dar, als würden sie automatisch gern Gewalt anwenden? Uff, okay. Dass er ja für einige Filme als Komparse gespielt hätte und deshalb hat er auch diese Kleidung bei sich zu Hause. Aber ich muss euch wirklich enttäuschen, falsch gedacht. Dieser Typ landete nämlich im Tagesspiegel, da er mit einer Wehrmachtuniform und einem DRK-Adler, bei dem man das Hakenkreuz sehen konnte, auf einem Dorffest auftauchte. Klengarn sagte, by the way, auch in seinem Video, dass dieser Urlak mit einem Kollegen sogar... Da unten stand, dass er aus Sachsen kommt. Ich glaube, meine Vorurteile kicken wieder ein bisschen, weil mein erster Gedanke war, natürlich kommt er aus Sachsen, woher auch sonst. Nichts gegen Leute, die aus Sachsen kommen, ne? Also es gibt ja auch viele korrekte Leute in Sachsen. Einem SS-Veteran Anstoß. Und ich sag mal so, wer so etwas macht, dem gehört im Prinzip auch niemals eine so große und auch positive Plattform. Denn früher oder später würde dieser Typ mit seiner Reichweite Menschen ebenfalls zu seiner Ideologie bringen. Und das ist ziemlich gefährlich. Und trotz, dass die Zuschauer bei Fritz mitbestimmen konnten, wer jetzt eigentlich dort zugelassen wird und auch nicht zugelassen wird, entschied sich Fritz gegen diesen Typen, da er vermutlich ein Nazi sei. Einige meinten natürlich, dass es schon schlimm genug sei, dass Fritz ihm überhaupt die Aufmerksamkeit gab, indem er darauf reagierte. Man muss natürlich aber auch an der Stelle sagen, Fritz wusste auch nicht, was hinter diesem Kanal steckt. Ja, das ist halt das Ding. Also ich finde, das kann man Fritz nicht vorwerfen. Ich meine, er hat sich einfach das Video angeguckt und natürlich gibt es irgendwo rechte Sachsen-Vibes, aber im Großen und Ganzen, ich glaube nicht, dass sich Fritz irgendwie vorher den Kanal ausgiebig angeguckt hat. Er hat sich einfach die Bewerbung angeguckt, in dem Moment wirkte es sympathisch. Und ich glaube, das ist keine Sache, die man jetzt irgendwie krass kritisieren kann, zumal er auch ihn wieder rausgenommen hat. Der hat natürlich sich jetzt bloß dieses Video angeschaut, konnte natürlich dabei auch nicht ahnen, dass der Typ ein Rechtsradikaler sein könnte. Und wie gesagt, dass er sich gegen seine Zuschauer entschied, um einem vermeintlichen Nazi keine Plattform zu bieten, das finde ich definitiv völlig in Ordnung. Zu Fritz kann ich prinzipiell Folgendes sagen. Er ist eigentlich ein absolut stabiler YouTuber mit einer wirklich krassen Qualität. Die Videos, die sind wirklich aufwendig und auch gut gestaltet. Er hat Formate ins Leben gerufen, die wirklich einzigartig und sehr, sehr cool sind. Und
für mich ist er auch einer, der es eigentlich verdient hat, dort zu stehen, wo er auch gerade steht. Allerdings schießt er sich mit seinen provokanten Aussagen immer wieder Eigentore, da er einfach viel zu wenig über seine eigenen Fehler nachdenkt und mal überprüft, ob das überhaupt Sinn macht, was er dort sagt. Und ich bin mir ehrlich gesagt sicher, dass er früher oder später auf die Situation zurückblicken wird und merken wird, dass er dort wirklich kindisch und auch bockig gehandelt hat. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich so ist, ehrlich gesagt. Also bin ich mir nicht sicher. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Fritz Meinecke irgendwie nach einem Jahr zurückblickt und sich denkt, oh mein Gott, da war ich aber ganz schön dumm. Sondern er wird nach wie vor, also ich kann mir, es muss nicht so sein. Für mich ist das so eine 50-50 Chance. Aber es besteht auch die Möglichkeit, dass er einfach sagt, yo, das war einfach so ein Punkt, der für mich bewiesen hat, wie fucking verweichlicht diese Drecksgesellschaft ist. Weil er hat in seinem Statement geschrieben, dass er privat noch ganz andere Takes droppt, die so problematisch sind, dass wenn das rauskäme, er keine Kooperationspartner hätte, mit seinen Worten Shitstorm ein neues Level erreichen würde. Schreibt mir jetzt gerne mal in die Kommentare, wie ihr zu dem Verhalten von Das finde ich auch ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Ich finde das super schade. Also als ich das Statement gesehen habe, dachte ich mir, oh man. Ich hatte zumindest schon. Ich frage mich echt, wie ernst er das meint. Ich halt auch. Also ich, guck mal, man liest das und denkt sich so, ja, was sagt er denn privat? Was denkt er denn? Was macht er denn? Kommt, dass einige meinten, sie möchten jetzt Seven vs. Wild aufgrund dieser Thematik nicht mehr schauen und auch Fritz mehr oder weniger canceln. Viele sagten aber auch, sie werden das Format dennoch schauen, ihnen ist das egal und das Ganze war eigentlich bloß ein Lafayette. Also ich persönlich werde mir das auf jeden Fall angucken. Keine Ahnung. Also ich kann aber auch verstehen, dass Leute sagen, okay, jetzt ist schon so viel passiert. Auf mich macht Fritz Meinecke einen arroganten, überheblichen und unangenehmen Eindruck und ich bin jetzt niemand, der sonderlich gut Künstler von Kunst trennen kann und aus diesem Grund werde ich mir jetzt Seven vs. Wild im Stream nicht angucken. Ne? Also es gab den einen oder anderen Streamer, der das halt schon so gesagt hat und ich finde, das sollte man respektieren. Ich glaube, ich werde mir das privat trotzdem angucken. Ich kann auch die Leute verstehen, die sagen, das war mir jetzt irgendwie ein bisschen zu viel Unangenehmes, deswegen mache ich das nicht. In ihren Augen. Schreibt mir gerne mal rein, wie ihr das Ganze bewertet. Würde mich for real in dieser Thematik wirklich interessieren. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Folgt gerne meinem Instagram-Kanal. Der Link dazu ist in der Beschreibung und auch nochmal in der Endcard. Und damit haut rein. Stänkchen ans Wänkchen, Alpha Kevin und ciao. Naja, also im Großen und Ganzen, wie gesagt, ich finde Fritz Meinecke eigentlich korrekt. Das fand ich jetzt ein bisschen schade, da bin ich auch nicht seiner Meinung und ich kann die Kritik absolut nachvollziehen. Mal gucken, was sich jetzt in nächster Zeit ergibt. Ich werde das auf jeden Fall beobachten, sagen wir es mal so.